Hi, heute das siebte Video. Und ich probiere das in einer anderen Stimmung zu machen, an einem anderen Ort. Und es ist knifflig, aber auch interessant, denn ich merke, ja, in der Natur sein und Kontemplation zu erleben, ist etwas sehr Alltägliches für mich oder etwas, was ich sehr bewusst, sehr oft suche. Was ich jetzt machen muss, ist ignorieren, dass hier ein Kabel an meinem Gesicht hängt und zu einer Kamera führt. Denn dieser Tipp, von dem ich schon am ersten Tag gesprochen habe, einfach anzufangen, da wo man ist, zu schauen, was gerade sich zeigen will, finde ich eine super Methode, um vom analytischen und linearen Denken wegzukommen und zu merken, was sonst eigentlich, ja, sagen wir mal, wenn wir das Herz oder die Seele sprechen lassen, was sonst eigentlich gerade zentral ist. Und dieser Ort ist für mich im Moment ganz gut, um von dort aus zu sprechen, denn ich habe so viele Gedanken und Möglichkeiten und To-Dos und verrückte Pläne und Eingebungen diese Woche gehabt, dass wenn ich jetzt aus denen die Prioritäten hier oder eine Zusammenfassung servieren möchte, dann bin ich irgendwie nicht an dem Ort, wo ich denke, dass das Wichtige passiert. Ja, und alle von euch, die sich mit Achtsamkeit oder Meditation oder irgendwas in der Richtung auskennen, ich kann nur gerade beschreiben, wie wunderbar das ist, dass ich hier die Heuschrecken oder Grillen höre. Und eigentlich dadurch an den Ort komme, wo ich finde, ja, ich bin hier ganz bei mir. Und wirklich fragen kann, ja, was ist außer dieser Stimmung hier, dieser Abendstimmung präsent? Ja, präsent ist, dass ich eine Sehnsucht hatte, hierher zu kommen. Ein Wunsch, den Sonnenuntergang zu sehen, den habe ich auch tatsächlich hier noch erwischt, weil mein Körper mir sagte, ja, zu viel Zeit vor dem Bildschirm, zu viel Zeit drinnen, zu viel Zeit beschäftigt, nicht mit Entfaltung, nicht mit Kreativität, nicht mit Inspiration, sondern mit eigentlich Redaktion, damit das alles sichtbar wird. Und so wäre eigentlich die Kernmessage, die ich für mich daraus ziehe, wäre jetzt zu sagen, schauen, ob ich das die zweite Woche anders angehe, dass ich in beiden Bereichen sicher nach wie vor viel zu tun habe, aber gucken, ob ich diesen linearen, analytischen, redaktionellen Teil, ob ich den verkleinern kann, sodass für das Außenmomentschöpfen, für das eigentlich Wildsein, für das Blühen, für das ja, diesen Flow, den ich erkenne und liebe, dass wirklich dieser Flow Platz hat, dass diese Leidenschaft, diese große Freude, die ich auch kenne bei dieser Arbeit und auch dieser Schalk, den ich spüre, weil ich mir und euch dieses 4-Wochen-Projekt auf eine Weise eingebrockt habe, diese Gefühle, dieser Motor für dieses Schaffen ist ja da und wird aber so ein bisschen wie, ja, wie soll ich das sagen, eben, wenn zu viel Denken dabei ist, zu viel strukturieren, zu viel, ah, was, wie soll ich das sagen, wie soll ich das schreiben,
dann kriege ich auch diese Ernsthaftigkeit, die nichts mit jener Ernsthaftigkeit zu tun hat, die ich auch wichtig finde, dass man nämlich Dinge ernst nimmt und sich selber ernst nimmt und mit einer gewissen Intensität und auch mit Sachlichkeit an den Ausdruck rangeht. Aber das ist immer noch spielerisch und es ist immer noch belebt und es ist fließend. Und ja, so freue ich mich also in der nächsten Woche, diesem Fluss noch mehr Platz zu geben und diesem redaktionellen Teil ein bisschen weniger Erlaubnis einzuräumen, sodass auch ständig etwas Schönes passiert für euch, für mich, für uns gemeinsam. Und aus diesem Fluss entsteht auch gerade die Idee, dass entstand heute die Idee, dass ich morgen ein kleines Konzert mache. Und zwar habe ich ja die letzten 3 Monate jeweils am Sonntagabend um 19:30 Uhr, am letzten Sonntag des Monats, ein kontemplatives Konzert veranstaltet und habe da auch den Input bekommen von einer Zuschauerin: Oh, bitte, Balthasar, kannst du das nicht jede Woche machen? Und so ist es nun gekommen, dass ich morgen Abend um 19:30 Uhr ein Facebook-Live-Video machen werde für 15 Minuten, ein ganz kleines, ruhiges Konzert. Wenn dich das interessiert, wenn du Facebook nutzt, dann gehe einfach um 19:30 Uhr auf mein Profil und wenn es nicht gleich anfängt, musst du vielleicht die Seite neu laden oder vielleicht gibt es auch irgendwelche technischen Probleme, dann kommt nichts. Aber ich bin schon ganz kribbelig dabei, weil das ja auch ein bisschen komisch ist oder neu oder ungewohnt. Und ich hoffe, es klappt. Und falls es mit dem Live nicht klappt, dann werde ich einfach trotzdem aufnehmen und das danach posten. Und noch weiter zu diesem Fluss und eigentlich zu diesem Riskanten. Das Riskante an dieser Sache ist eigentlich nur schön, wenn diese Lust bleibt. Und wenn ich dann ins Berechnen und ins Strukturieren und ins Servieren komme, dann ist das Riskante eher so ein bisschen tödlich. Dann ist es so, oh, warum mache ich das bloß? Der Fluss sagt mir, wenn du in Basel bist, wenn du in der Umgebung bist, wenn du morgen lieber gleich live zuhörst, statt über Facebook Live, dann komm einfach zu mir. Wenn du kommen möchtest, schreib mir kurz, dass ich dir die Adresse geben kann und dann komm irgendwie um 19:15 Uhr zu mir, setz dich hin und ich werde für dich 2, 3 Leute und den Rest via Facebook Live ein paar Lieder singen. Ja, jetzt merke ich gerade, wie so im Hinterkopf der Gedanke geht, oh, ich hoffe, dieses Video ist nicht schrecklich. Ja, dieses Risiko muss ich eingehen. Kontemplation live. Ja, das entsteht dabei. Jedenfalls vielen Dank, dass du täglich reinschaust oder ab und zu reinschaust und wenn dir in der jetzigen Woche irgendwelche Ideen kamen oder Fragen oder Impulse oder etwas, was dich brennend interessiert oder wo du denkst, ah, bald versuch das doch mal, dann schreib mir bitte, egal ob per E-Mail oder über Social Media, ich freue mich drauf. Dann bis morgen.